9 mm Demon. Kann erstmal nichts draufballern. Okay, bis auf Tarnung. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Guck mal. Wow. Ich bin echt gegen 5er Q einfach. Wild hatte ich auch so noch nicht. Wow. Oh. Tut mir leid. Ein bisschen müde geworden. Magazin. Stellung
Feindliche Drohne aktiv. Zur Stellung begeben. Ziel ausgeschaltet. Fernlenkgeschütz verfügbar. Verbündetes Fernlenkgeschütz aktiv. Feinde innerhalb des Perimeters. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Verbündete Drohne im Einsatz. Verbündeter Überwachungsheli im Anflug. Verdammt! Auch nur am Rumspringen. Nur am Rumspringen, die Frau. Abgeschlossen. Gute Arbeit.
Deathmatch. Jetzt sind die bei mir im Team. Dieses Mal nicht, du Bastard! Na, kontrollier deine Betäubungsgranate! Erledigt! Wechsle das Magazin. Was heißt denn hier so? Achtung, oh. Magazinwechsel. Das war knapp. Mach das, Blech, mach das. Ich überlege gerade auch, ob das die letzte Pistole ist, die ich heute mache. Das heißt, noch eine Nacht COD oder was? Das war lustig, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Wer ist denn Kommi? Welche Kommi? Hab da kein Kombi. Was? Punkt, 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 Game. Okay. Okay. Also spielst du eigentlich Singleplayer nur, oder? Du spielst auch mit anderen Leuten. Du spielst Online-Rennen gegen andere, oder was? Okay. Gar keinen Bock zu. Das wäre geschafft. Aber ist das denn ausgeglichen? Also haben die Leute immer dieselbe Leistung dann in den Rennen? Also ist die Fairness gegeben? Wahrscheinlich eher nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt macht der Don Rambazamba. Muss gut tunen. Okay. Schwierig bei sowas dann noch, die Balance. Och man, ist der Deathmatch. Die Balance zu halten oder zu geben, ne? Mein Wilson ist explodiert oder auch. Nice Kill. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann mal so ein angespielt Video zu machen. War so ein angespielt Session. Maybe. Bis gleich. Eine Stufe. Wow.
Nicht Stash, bitte. Oh, Rust. Captain Peps. Meine Gesundheit. Oh nein. Wir unter direktem Beschuss. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindlicher Überwachungsheli im Anflug. Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Oh mein Gott, der campt da oben. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Es wird immer besser.
Einsatz. Verstellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Feindliche Drohne aktiv. Feinde innerhalb der Perimeter. Eine Täuschgranate geworfen. Ich lade nach. Direkt vor seiner Fresse spawn ich. Verbündete Drohne auf. Täuschgranate geworfen. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Da kommt eine Verbündete gesichert. Die Stellung wird verleckt. Bereithalten. Brauche! Bist du Anfänger? Ja, erstmal Ziel. Zielgebiet aktualisiert. Bereithalten.
Stufe 13. Ja, noch zwei Runden, also zwei lange Runden, denke ich. WW Splash. Splash kann nicht mehr. Mach du mal weiter. Oh, wird echt ekelhaft gerade, ja. Bisschen Trash-Content gleich zum Runterkommen. Na, schlafen tue ich ja nicht. Nur später noch arbeiten. Arbeiten, auf Babydorn aufpassen. Bin bis mittags wach. Das ist mein Rhythmus. Ich gehe sehr, sehr früh schlafen. Und stehe am Abend auf. Stehe am einen Tag vorher auf, dass ich meine Freizeit habe. Ja, so spätestens 13, 14 Uhr kann sich aber auch mal verschieben, ein paar Stunden nach hinten. Optimal halt so ab 13 Uhr, kommt aber auch mal vor, dass ich dann erst um 15 Uhr im Bett bin. Ja, stehe ich so gegen 20 auf, 20, 30. Komplett anderer Ablauf bei dir. Ja, ja, das ist aber ein Ablauf, was vereinbar ist. Anders würde es nicht gehen. Also bis Baby in den Kindergarten geht auf jeden Fall. Da sieht es wieder anders aus. Frau macht auch Dreischichtsystem, Splash. Das können wir nur so handeln. Ich könnte es auch anders handeln, aber dann hätte ich gar keine Freizeit. Dann würdet ihr mich hier auch nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Deshalb habe ich mich aber dran gewöhnt, eigentlich an den Rhythmus. Dass ich so dann nachts meine Ruhe habe, ein bisschen zocken kann. Und danach fängt für mich der Tag an, quasi, ne? Wechselschicht nennt man das einfach. Dreischichtsystem, Wechselschicht. Ich versuche mich da immer der Dame dann anzupassen, weil ich bin flexibel so ein bisschen. Halt ziemlich hart ist, wenn sie mal 12 Stunden Schicht hat. Dann habe ich meistens einen 18-19 Stunden Tag.
Poppt so ein paar Mal vor im Monat. Ja, man passt sich halt an, ne, Splash? Man passt sich den Umständen an. Aber ich kann es auch nicht anders. Also ich brauche schon Zeit für mich selbst. Sehr viel Zeit für mich selbst. Solange dabei nichts vernachlässigt wird, ist es okay. Aber ich nehme mir ja auch nochmal so ein paar Tage dann immer so für mich raus, beziehungsweise für die Family dann komplett raus, oder wenn ich mal mehr Schlaf brauche. Das ist für meine Kumpels. Ja, nächste Woche erstmal 2 Wochen Urlaub. Gemeinsam. Frau und ich, das heißt, ganz in Ruhe zocken. Viele Story Games hoffentlich dann. Einen hat's erwischt. Das war nicht cool. Ich lade nach. Feindlicher Überwachungsfehler im Anflug. Wayne Sky Pet Candy in real life. Oh, da ist einer mega getriggert jetzt schon. Der chillt da und ballert alle ab, ja. Merkt halt auch keiner. Oh mein Gott. Die haben 2. Feindbeschuss.
Verbündete Bombendrohne online. Einen hat erwischt. Fernlenkgeschütz verfügbar. Magazinwechsel. Verbündete Drohne im Einsatz. Verbündeter Überwachungsheli im Anflug. Du wirst sterben, tut mir leid, ich stehe mir nicht im Weg. Gleich habe ich es geschafft, Mann. Ich bin das ist für meine Kumpels. Weggepustet. Werfer und Messer, genau. Also Werfer werden schnell gehen. Messer muss ich halt auch kleine Maps machen hier. Auf Tempo gehen und dann einfach alle wegmessern. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Denke, mache ich morgen auch und dann ist erstmal COD fertig, ey. Passe ich das auch erstmal lange Zeit nicht mehr an. Beziehungsweise halt auch näher. Genau, Tempo, Sliden, Messern. Und Slide Cancel, ja, ja. Das sowieso. Das mache ich ja die ganze Zeit auch, ne? Sonst kommst du nicht voran. Das wäre geschafft. 10 Sekunden. In MW2 ging das nicht. Ich habe ja letztens MW2 Kampagne gespielt. Alter, wie slow einfach das Movement war so. Ja, geiles neues Feature MW3. Guck mal, wir haben wieder Slide Canceling drin. Hatten wir ja noch nie drin gehabt. Das ist ein komplett neues Spiel jetzt. Kauft es euch. Prestige-Herausforderung. Max-Level ist, glaube ich, gerade bei 450. Kann ich mal, wenn ich mal Bock habe, zocke ich dann auf Air weiter. 16. 17. Noch eine gute Runde. Nein! Waffen XP ist weg. Muss ich ohne XP schaffen? Ich werde jetzt nicht eine Stunde aktivieren, das wäre Schwachsinn. Das wäre Schwachsinn. Jaja. 12 würde ich sagen. 12k fehlen noch. Double ist jetzt weg, ja. Double ist weg, das heißt. Ich muss 100 Kills. So 80 Kills, 80 bis 100 Kills. Maybe. Verdammt. Nein, ich mache nicht Stunde rein. Wenn ich das jetzt reinballer, ich bin dann in einer Runde fertig. Mach dann direkt Werfer. Alter Bruder, ich kann nicht mehr, ja.
Mein Gehirn ist matsch, guck mal, 6,5 Stunden schon. Scheiße, ey. Und ich habe ein Meeting. Sehr wichtiges Meeting habe ich gleich. Merke ich. die Pizzen waren aber lecker. Gucken wir mal. Nee. Meine Kacke, Junge. Meeting bedeutet bei uns auf dem Klo Stuhlgang. Das weißt du noch nicht? Oh Gott. Bruder, ich habe aber auch so Bauchschmerzen, ne? Ich habe 2 Pizzen gefuttert. Mit ganz viel Tabasco drauf. Ja, hätte ich eigentlich Tabasco auch einfach so trinken können. So viel Tabasco war da drauf. Das merke ich gerade. Ich lade nach. Okay, ich muss Täuschgranaten werfen. EMPs benutzen. Und Stellung einnehmen. Ja. Und am besten auch nicht sterben. Der Feind ist in Führung gegangen. 18. Versteckt er sich auch auf dem Klo einfach. Ich glaube, ich bekomme auch XP, wenn ich einfach da in der Stellung rumchille. Dann brauche ich nicht so viele Kills. Das wäre geschafft. Aber erstmal da hinkommen. 19. Und die Täuschgranaten natürlich, die bringen auch nochmal XP. Auch nochmal Assists und so.
unter direktem Beschuss. Verbündete Drohne online. Stellung kompromittiert. Den Bereich sicher. Einen hat's erwischt. Bestätige nächste Stellung. Bereit. Wir fallen zurück. Bewegung. Eine schöne Camperposition dort. Muss ich mir merken. Kontrollier deine Ziele. Das ist für meine Kumpels. Oh, noch eine Stufe. Oh, von hier kannst du auch gut campen, ne? Der hat gescheppert bei dem Camper. Grenade. Es ist nichts. Zielgebiet aktualisiert. So stellt feindlicher Mörserschlag bei eurer Position. Erledigt. Ja, geht alle da rein. Wechsle das Magazin. Jetzt gibt mir noch die eine Stufe hier. Feindbeschuss. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Tja, nicht heute. Jawohl. Max. Max, Max, Max. Thank you.
Ja, die eine scheiß Drecksrevolver, die hat mich ein bisschen aufgehalten. Die hat am längsten gedauert, so 1 Stunde 45. Was für einem Style. Ich würde dir wirklich raten, aufzupassen, wo du hinschaust, in Old Western Style Synchronsprecherstimme. Das bitte nächste Mal in Klammern, sonst lese ich das natürlich auch vor. Boah, das war nicht Old Western. Red Dead Redemption, auch so eine Reihe, die man sich anschauen muss. Wie klingen denn deutsche Synchronsprecher Old Western mäßig? Weiß ich gar nicht. Ach, fertig. Du brauchst einen neuen Arsch. Dein Alter hat ein Loch. Ja. So, noch 6 Waffen fehlen. Dann fertig. Nein, nix direkt weiter jetzt. Ey, mein Gehirn ist Matsche, Alter. Knapp 7 Stunden COD-Ballerei hier auf kleinen Maps auch noch. Nee. Weißt du, was ich jetzt mache? Guck mir jetzt The Walking Dead an. Rick Grimes Action geht weiter.